Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Undercards. Und mein Gans ist wieder der Trago. Yeah, ich war ja schon mal da. Oh, heute will ich eine Revanche. Ja, der möchte eine Revanche, aber vorher mache ich ein Pack-Opening. Wie viel hast du? Ich habe durch diese neue System, weil das steht ja bei, wie ihr jetzt auch sehen könnt, bei Donate, für Dezember, nur für Dezember gibt es ja diesen Donation-Pack praktisch. Das heißt, für jeden Euro, das du gibst, bekommst du zwei Packs. Und ich habe einfach mal meinen Status und ich habe jetzt einfach mal 55 Packs. Na, hoffentlich. In der Zeit vom letzten Part hat Arne Chewai gekriegt. Ja, das stimmt. Und ich habe ja auch Sans bekommen, das ihr auch mal gesehen habt. Und ich habe sogar ein Shiny Tauriel bekommen. Also es war so, ich und Arne so zocken so an der Karte. Du sagst so, Arne, ja, soll ich mal ein paar Packs öffnen? Habe ich gesagt, ja, und auf einmal kommt der Chewai raus. Weißt du was? Ich habe immer auch kein Legendary. Ich bin jetzt schon Level 18, habe immer auch kein Legendary. Ey, dafür hast du geästet, Blaster. Zweimal geästet. Aber ich nutze nur einmal. Okay, dann mache ich mal bereit für den ersten Pack. Ich habe extra den Chat aufgemacht, damit ich sehen kann, wie die Leute sich reagieren, falls ich eine bestimmte Karte bekomme, so ein Legendary Karte. In den Deutschen. Ey, das sagt Leute online. Weil da steht ja auch drauf, wenn es ja nicht so ist. Alter, ich freue mich auf die Chinese zu öffnen. Und dann kann ich euch zeigen, weil es gibt ja ein neues Update, da gibt es ja auch neue Karten, wie beispielsweise Politics Bear. Das kann ich euch zeigen. 20 neue Karten. 20. Okay, ich habe auch die ersten Updates gespielt, das sind noch zwei weitere noch dabei. Müll und Papayo Statue, muss man auch sagen. Aber das ist schon witzig. Wir gucken, ob da. Oh, Knife. Hey, ich habe ein Knife bekommen. Oh. Nice to knife you. Das erste neue Karten. Oh, ich habe Investment bekommen. Karte. Und Spiderweb. Eins der neueren Karten. I like kein Spider Dance. Ja, ich habe doch kein Muppet. Alter, bekomme ich mal vernünftige Karten? Oder bin ich gesagt, es sind neueren? Ja, das ist eine neuere. Shootout. Deal 1 Damage to all Monsters. Das heißt, ihr könnt theoretisch dadurch mit Metaton Neo richtig triggern. Uh-huh. Weil das geht ja auf alle Monster. Das heißt, wenn beispielsweise Gegner Muppet spielt, die hat ja 9 Leben. Ihr habt Justice, Shootout, 8 Leben. Metaton Neo, 7 Leben, Angriff, noch ein Leben, Justice, down. Und es gibt einen neuen Donator. Oh, Sniper 9591, sehe ich auch. Cool. Oh, ich hab Fridge, ich hab den Kühlschrank. Das musst du mir jetzt erklären, die Karte mal. Die verstehe ich nämlich nicht. Okay, ich sag mal so, oh, ich hab den Shiny. Wie soll man das jetzt erklären? Das ist praktisch, du parallelst einen Gegner, aber bekommst dafür 5 Leben plus. Kann man das auf seine Karten auch anwenden? Das habe ich noch nicht ganz klar. Das muss ich auch mal noch mal durchlesen. Weil da steht da Enemy oder steht da einfach nur. Ja, du musst die Betonung da lesen. Oh cool, Shiny Burger Fans. Nee. Hast du lies doch bei German Chat, hast nicht offen. Guck mal. Hab ich. Da steht auch nichts. Guck mal bei Diskussion, die sagen das Lex. Oh yeah. Ich hab Metadon X! Oh. Oh, ich hab Furry. Those lag. Oh, blaue Laser. Kann man das nur bei Diskussionen nehmen? Das kann bei jedem Chat eigentlich lesen, wenn man es offen hat. Vielleicht hast du auch ein Refresh. Nee, eigentlich bei jedem. War nichts. Alter. Kontrolliert. Oh, cool. Mich hat sogar ein Staff-Member kontrolliert. Cool. Oh. Für meinen Das diese schönen sexy auch Beine. Drin, es ist noch ein Shiny gewesen. Oh, ich hab wieder eine Mark Shiny, aber ganz ehrlich, ich hab diese schönen Ex bekommen. Das ist ein weißes Legendary, den ich auf mich habe. Ich bin so happy. Das kann man voll zum Trigger nutzen, wenn jemand Shower nimmt. Alter. Was? Schon wieder? Oh yeah! Zweimal das Lex! Oh yeah! Das ist so geil! Holy shit! Also wir haben zweimal, also wir haben heute schon zweimal die Beine gekriegt. Warte mal. Wir haben Andrei Potato. Der ist online! Oh, der spielt Frisk. Andrei Potato?
Sein Level 209 Du weißt schon, dass wir gleich ein Match machen, oder? Oh, da hat er verloren. So, ja. Da will man das. Oh, ich hab Amorphis wieder bekommen. Wie schön. Alter, und, ich freue mich auf Entworften. Jemand hat. Und ich glaub, jemand hat Tori gekriegt. Schön. Was passiert eigentlich, wenn jemand eine Determination-Karte kriegt? Da wird auch geschrieben. Ah, rot, ne? Ja, rot. Aber als es wieder kommt, ist auch eine andere Sache. Oh, schon wieder ein Epic. Wer wird's sein? Hypergona! Warum krieg ich so viele Epics? Das ist voll das Mobbing. Oh, like in Shiny. Wie cool. Komm, zieh doch noch mal ein paar. Zieh doch noch Frisk. Noch Frisk. Das ist die Karte, die ich die ganze Zeit will. Ich hab noch ein Shiny Pack. Oh, Project Spell Shiny bekommen. Cool. So, jetzt kommen die Shiny Packs. Ah, oh, schade, nur ein blaues. Oh, Mad Damien Shiny. Cool. Oh, eine weiße. Ey, ich hätte mich so witzig, wenn ich. Hast du jetzt 45 Shiny Packs gekriegt? Zwei, nee. 5 Shiny Packs. Big Donator. Ice Wolf. Night Night. Als ab. Oh cool, Funkel feiern auch ein Shiny. Und die letzten Packs sind Shiny? Alles normal. Ja, was soll das gewesen? Alter. Ich hab auch kein. Warte mal kurz. Ich mach mir jetzt Quaff-Ding an. Oh. Oh, ich kann 1115 Quaff-Punkte tasten. Was? Warte mal, wie viel das hast du schon? 100. Und jetzt nochmal 1115 nochmal dazu. Reicht fast. Also reicht auf jeden Fall für eine Epic-Karte, für eine Charge zum Beispiel und fast für eine Legendary. Ja, Legendary kostet, wie ihr jetzt sehen könnt, ich sag's euch, also hier mal zum Beispiel 1600. Ich hab. Also, aber Determination kann man nicht craften. Ah, ja, das ist so gewollt. Das ist nämlich. Ich will immer Frisk haben. Aber der hat so eine schöne Musik. Und wie ganz ehrlich, 200 Atomics. Das ist schon geil. Aber du Disenchant. Bist du bereit für den Match? Keine Sorge, ich bin so kein der neuen Karten. Okay, gerne. Was soll ich? Ich mach auf. Ja, mach du auf, damit du wenigstens eine bessere Chance hast. Ach ja, und ich zeige euch noch, wenn der aufmacht, kann ich euch zeigen, wie dieser Patch aussieht die ganze Zeit. Hier ist 6.4, was vom 3.12. gemacht wurde. Und hier noch ein größeres Balancing-Update von 11.12. Und hier das aktuellste von gestern, von heute. Gestern meine ich. Das ist schon ein krass Update. Ich lasse einfach im Hintergrund an deinem Potato spielen, und dann wollte ich einfach frisst irgendwann mal. Und hier, das ist das Donation. Ganz ehrlich, das lohnt sich bis jetzt, weil ich habe das jetzt gerade gemacht und ich habe ja gesehen, ich habe zweimal das Lex bekommen. Das Lex. Mann. Oh, und das Turn-System ist auch neu gewesen. Du bekommst jetzt 3 Gold am Anfang, dann 5 direkt. Das heißt, diese Turn 0 gibt es nicht mehr. Es wird direkt mit Turn 1 gestartet. Das finde ich gut, das ist eine richtig gute neue Macht. Okay, mit welchen. Weißt du was? Ich komme erstmal mit diesem Deck. Erstmal ein bisschen aggressiv drauf gehen. Tammer! Oh, ich lasse den Chairman Chat offen lieber. Weil da kann man es auch sehen, wer es bekommt. Zack. Tammer! Hier. Tammer! Die Kimi sterben aber dadurch schon. Und der Rand ist jetzt neu. Und es ja, gibt so ein das ist extra für Weihnachten. Mit schönen Geschenken. Oh, der war schon bei Undying Potato. Die erste Legendary. Hiya. Was ich so an. Oh, einer hat Esco geholt. Oh man, das ist voll das Mobbing, wenn man so im Chat guckt. Mann, ich krieg nie jener. Oh mein Gott, Metaton, yo. Da. Ja, man, ich hör's bei dir, da ist. Wie hast du denn Evers? Nein! Ja, damit du nicht mehr angreifen kannst. Ja, Joey. Du bist? Oh man. Oh nein, der Impetet hat gewonnen. So, Joey, ja? Ich überlege mir gerade, aber. Ach, spielst du dein Lieblingsdeck? Ja, fällt dir erst jetzt gerade, dass ich Gift habe. Ist mir schon aufgefallen, aber. Jetzt perfekt. Zack. Ah, Thunderblade. Boom. Oh, ich werde nochmal dreimal gehittet. Autsch. Weißt du was? Du kommst das hier zu spüren. Oh nein. Und damit du nichts machen darfst.
It's gas time. You know what's happening right now. Nee, nicht die Kombo, ne? Lass schön gestern Ruhe. Gestern ist eine coole Karte. Ah! Da haben wir gestern. Du kannst doch nicht WD gestern killen. Das geht doch nicht. Ah. Nein. Nein, WD gestern. Warum musst du sterben? Rest and peace. Gestern. WD gestern. Danke, dass du Schaden genommen hast. Ist mir ist es eigentlich immer so egal, wenn man in der Fekt. Und geh mal lieber zurück. Ja. Hier, für dich. Ja, toll, zwei Karten in meiner Hand. Ey, man weiß nicht, welche du in der Hand hast. Siehst du, in du könntest doch nur noch ein Leben statt zwei. Ich muss jetzt die Karte schnell rausholen. Sorry? Ja, es kommt doch mit you. Kannst mich mal. Attack, oder? Nee, Tauriel ist weg. Just Tauriel. Nicht auf Justice, nicht Justice, aus Justice. Nein, böses Justice, böses Justice. Böse, böse. Doch, Mist, ich hab falsch gemacht. Verdammt, böses du kannst sie jetzt töten. Immer auch böses Justice. Ich hab ja Washua nicht mehr im Deck. Weißt du was? Ich hätte mit Doko die Magic töten sollen. Nein! Komm. Ich hab 50% Chance zu treffen. Das treffe ich falsch. Das hasse ich am Justice. Ey! Du bist eigentlich selber schuld. Du hättest nicht auf Glück spielen sollen. Niemals auf Glück spielen. Aber das hat doch so viel Glück. Weil ich hab wohl noch nicht die neue Karte, oder? Strife hab ich auch noch nicht. Ich hab nur eine der neuen Karten drauf und das ist Spiderweb. Und was mit Knife? Nee, noch nicht. Machst du wieder einen Rabausch, machen wieder ein anderes Deck? Jupp. Gut so. Da bin ich bereit. Ich bin das noch keine neuen Karten. Ihr könnt es als erst im nächsten Part sehen, welches mein Deck nimmt, so eine Mische. Währenddessen komme ich mit diesem Deck. Bist du bereit? Ja. Da bist du. Ich Geld. Ich hoffe. Kind. Du bist? Mal gucken, wie kind Arndt ist. Dead Waiting Game. Na, ich hab keine Lust mehr. Bitte. Yeah. Gut. Good stuff. Du bist aber sehr naiv. Okay, das war doch nicht. Nee, noch nicht. Den Schaden lasse ich mir noch zukommen. Okay, so viel habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das ist doch ein bisschen viel. Wobei, warte mal kurz. Kann ich das jetzt richtig machen? Einmal. Wie viel Gold habe ich denn überhaupt? 9. Okay. Das hier. Das hier. Come here. Das hier. Garbage. Und das hier. So, perfekt. Tut mir leid, aber ich muss deine Taktik zerstören. Tut mir leid. Ich mag Garbage nicht so. Du bist das ist nicht so eine schöne Karte. Ja. So schnell kann man Müll beseitigen. Einfach flop umgedreht. Du bist. Das ist halt die Schwäche an der Karte. Arigato. Ah. Attack! Attack now! Wie das aussieht. So süß. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist? Ich kann's everywhere nicht killen. Nee. Falsch krass, warte mal. Ah!
Ich kann ja mit denen ja direkt angreifen. Du hast so verloren eigentlich, oder? Ich hab noch was. So, dafür muss die Karte sterben, dafür muss die Karte sterben, dafür muss die Karte sterben. Zack. Und zack. Ja. Okay. Ah! Du drauf bist. Alter. Mein Vater kommt mal kurz rein, du bist einfach. Aber ich muss jetzt überlegen jetzt. Wie soll ich dich jetzt angreifen? Kaui stirbt auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Leider. Nein, ist gut. Einmal Deck freischaffen. Den hier spielen. Oh, let's do something. Und daneben gehen auf ihn. Tobi, danke für deine Arbeit. Ich werde dich vermissen. Ich nicht. Jetzt kannst Future, du... aktiviere dich auf Papyrus. Falls es aktiviert überhaupt. Weil ich davon tot bin. Hä? Wo hast du mich nicht gleich gekillt? Oh, fies! Disrespect des Jahrhunderts! Eigentlich, wenn ich privat spiele, läuft eigentlich komplett anders ab, wenn ich gegen Arn spiele. Nutz dein Geld. Mach mal so. Nutz dein Geld, Deck. Okay. Ganz weil ehrlich. Es ist immer so, dass ich Arn fragt sich immer, hey, welches Deck soll ich benutzen? Also immer Geld. Geld. Geld ist Schlechtes. Du mit das Shower drin und das muss ich jetzt aufpassen. Seid ja, nicht zu ich viel hab Karten. Da Shower drin, da musst du schon aufpassen. Und weißt schade, du? Dass ich nicht Lags hab. Ist Lags. Weil hast du auf immer so 45 Gold und dann so zack. Da. Und dann so durchs Lags. Ja, das ist schon ein geiler Spruch. Wenn man das so machen könnte, oder? Oder so, oh yes. Ah! Ich hab noch, ich muss auch etwas erledigen. Ich komme gleich. Ah, ich muss. Weil mir fällt gerade auf, dass ich so Karten habe, die so unnötig sind auch. Ach, wo ist. Ey, ganz ehrlich, ich suche eine Karte und ich finde sie gerade nicht. Da ist es. Und. Ja, gut. Ich finde gerade die Karte gerade nicht, die ich noch bräuchte. Ich finde doch mal die Karte. Ich such's gerade. Schneller. Ja, okay. Snowdeck, du musst raus. Nee. Snowdeck muss aus dem Deck jetzt raus. Okay, ich komme jetzt. Play, join Lobby, Lady Grinchy. Und für den Raum, da muss Timmy noch joinen. Wer kann das wohl das sein? Wohl nicht der Drau. Yeah, endlich Geld. Woo. Weil Geld hat eigentlich fast nichts Gutes an Karten. Muss halt ein. Geld, gib mir Geld. Oh, schon Let's Do Some Dance, ernsthaft? Ja. Ey, dafür kannst du Gäste von über 3 schon spielen. Eigentlich müsste das Effekt stehen. Also der Effekt ist wie so von Burger Pants der dümmste. Ah. Jetzt Angriff! Attack now! Und die Burger Pants greifen auch an. Sieht man nicht häufig. Justice. Du Glückspilz. Ja, viel Justice. Weißt du was? Behalt es. Und du denkst, das ist mein schwächstes Deck? Ist es auch. Wenn es mal. Es läuft ja gerade nicht so gut für mich. Ich hab schon verloren! I got wrecked in 5 Turns! Ist mein schlechtes Deck! Es ist es auch!
Ja, warum konnte ich dich in Turn 5 besiegen? Weil du gute Karten hattest und ich nicht. Weißt du, wo war mein Gaster? Ich hab die Gaster gar nicht gesehen. Wo ist WD Gaster, wenn man mal. Ich hatte doch selbst auf meiner Hand. Möchtest du noch eine Mitleidsrunde haben? Weil ich hab, wie lange die Aufnahme schon ist. Nein. Willst du gar keine mehr haben? Nein. Ich schau mir dafür jetzt ein Matchfire und dein Potato an. Mit der Kartoffel. Auf jeden Fall. Was war das? Du musst dir vorspielen. Der eine setzt Escor. Was macht Andrei Potato? Setzt auch Escor. Und weißt du, Escor hat Peppel angegriffen. Das heißt, er wurde eingeschwächt. Willst du wirklich kein Match machen mit mir jetzt? Nein. Nicht mal irgendeins? Nein. Wirklich? Okay. Doch. Komm. Okay. Welchen Deck soll ich nehmen? Determination. Soll ich Knife holen? Jupp. Okay. Bei Knife möchte ich schon gerne mal ausprobieren, wie es ist. Und ich guck's mir erst. Oh, let's do some dancing hier in diesem Match. Ja, ich lasse bei dir das Hintergrund momentan. Aber ganz ehrlich, schon so viele Karten, da muss man sich auch so erstmal überlegen, was man tun sollte. Ja gut, was kann ich jetzt machen? Holy shit. Es wurde hier gerade in diesem Match Silence. Ja, dieses Silence ist ja schon krass. Alter, das ist ein Deck, der wo ich doch gerade aufhebe, da ich noch kein. Wer ist es? Und Toye! Yay! Ja, man hört es im Hintergrund so leicht bei dir. Kann ich da auch die Musik? Mhm. Okay, ich habe ein Team rausgemacht und Knife geholt. Okay, wir können starten. Okay. Game ready. Was? Okay. Nochmal. Immer jetzt reingejoint. Refresh. Ich mach die ganze Zeit Refresh. Wenn's Tammy ist, dann kann nur Ahn sein. Oh, Trader Tammy! Ist ja auch eine der neuen Karten. Zack. Die ich ziemlich OP finde, weil du kriegst einfach ein Spell. Einfach so. Welche Karte setzt du ein? Noch keine. Okay. Get wrecked. Voll, du opferst seinen tollen Charge Monster direkt. Ah, laut! Warum ist das Spiel eigentlich so laut? Ich habe es bei mir leiser gestellt wegen der Aufnahme. Ich kann ja bei der Aufnahme kann ich halt für mich die Lautstärke stellen, unterstellen, damit der Sound und du gleich laut ist. Ey, wir sind gerade im Tool Lab und ich bin Gaster. Du kommst ein Gaster Blaster. Und du kriegst einen Gaster Blaster. Und du kriegst einen Gaster Blaster. Jeder kriegt Gaster Blasters. Wie das klingt. Du bist? Ah, da fliegen schon die Karten aus meinem Deck. Ja. Durch die ganzen Gaster Blaster. Das ist das Problem bei deinem Deck. Ich hab am Ende. Wisst ihr, manchmal habe ich zu wenig Karten, manchmal habe ich zu viele Karten. Mein Deck. In der Nutshell. Du bist Peppel. Dafür kannst du aber nicht direkt angreifen, das ist das Problem. Du kannst kaum Monster spielen, das ist das Problem bei Gäste. Ich glaube nicht, dass Chance auf ihn geht, das glaube ich eher nicht. Ach, Glück zerheult. Nein! Alter, dafür habe ich noch einen Ton. Das heißt, du kannst. Eine Karte kannst du nicht angreifen. Alter, ich mach Risiko. Oh, same fate. Okay, ist da noch ein Leben. What the fuck? Du bist? Na. No. Ein schöner Gaster-Blaster. Let's go. Das waren 3 Gaster Blaster. Ich habe nur 1 Gaster Blaster. Es wird mit Gaster Blastern rumgeschmissen. Du bist? Tschüss. Und 8 Damage.
Boah, hab ich 4 Angriffe. Ja, okay. Kannst du ruhig nehmen. Wie stark willst du noch Sans machen? Das ist schon Determination. Adios. Ich bin bereit, Monster zu opfern. Genau deswegen habe ich nicht gespielt. Da hat sich Future echt toll aktiviert. Du hast noch 44 Sekunden. Ja, ich muss bewegen. Na, ich glaube, das habe ich vielleicht verloren. Egal wie rum ich noch stelle. Thorn bringt's ja nicht mehr. Das hätte noch was frei bringen können. Weil es war nicht der Gaster Blaster. Ja, man kann nicht jedes Deck gewinnen. Das Wiese ist halt an solche Karten, wo du aussuchen kannst. Man kann auch auf den Gegnerspieler, obwohl er Taunt hat, angreifen. Ja, das müssen wir noch aufpassen. Sollen wir noch die letzten, oder noch mal die letzten zwei Decks spielen, wenn wir schon dabei sind? Nee, so lange will ich jetzt nicht mehr machen. Nicht mal Justice gegen Justice? Okay, das können wir machen. Da bist du dabei, ja. Justice in der Nutshell. Ja, Cancer. Die Cancer Class, leider. Obwohl sie neue Karten bekommen hat, die auch geil sind. Ja, aber ich muss da auch den Deck wieder überlegen. Ach Mist, was soll ich jetzt machen? Ach, wo ist die Karte? Ja, welche Karte möchte ich jetzt opfern eigentlich? Ach stimmt, ja, Timmys. Timmys? Nein, doch nicht die Timmys opfern. Ey, die haben nur ein Leben. Und bei Justice, das ist ja nicht so toll. Ja, aber die können gerne schnell angreifen. Ja, und Jungs, Timmy 1, das Kommando. Alter, ich muss ein paar Karten spielen. Ich glaube, 6.6 Update war das größte Kartenupdate, was es gab. Es geben wird, glaube ich, sogar. Alter. An deinen Potatoes offline. Der ist schon 210. Wie lange muss man für 210 suchen? Ja gut. Das ist auch eine Sache, für die man auch anders spielen muss. Oh, ich muss zocken heute. Brauche noch einen Loyalitätspunkt. Ich könnte gegen dich spielen. Ich habe schon created, ne? Ach ja, ich warte. Mir fällt gerade auf, dass ich nur einen Legendary entdeckt habe. Nein, ich bin nicht drin. Boah. Ich hab's gehört, nämlich. Alter, welche von diesen Karten will ich jetzt opfern? Ich muss den jetzt leider opfern, weil ich muss eine andere Karte noch holen. Aber die Frage ist erstmal, welche? Das ist immer die Frage. Oh, es kommt keiner mehr drin. Passwort kennst du ja, ist immer das gleiche. Also die Karte habe ich ja schon im Deck, ich trottel. Aber warte mal kurz. Eine Karte kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich im Deck rein tue. Ich muss jetzt mal finden. Zack. Okay, ich komme. Und wo bist du? Also, erstmal nach ganz oben. Play. Joinen. Und Justice in a nutshell. Justice ist Timmy. Ich kenne das Passwort. Justice ist Timmy. Nicht Justice, sondern Justus. Du bist? Get triggered. Du bist? Get more triggered. Nee, noch nicht. Noch mehr triggering. Komm, gib mir mal eine Karte. Oh, Timmy! Du hast doch noch Timmy drin! Ja, ich hab nur gesagt, ich schuhe eine meiner Timmys raus, hab ich gesagt. Da war doch noch ein Timmy drin. So, zack. Du bist. Komm, bitte. Jawohl. Nein. Justice. Do your job. Und tschüss. Gut, dass ich Migos Bell drin gelassen habe.
Shinies sehen so schön aus. Eine habe ich ja. So, Mikuspell, Angriff. Mikuspell G, nein. Aber yeah, jetzt kann ich Tammy setzen. Und noch ein Tammy. Und tschüss, Mikuspell. Die Tammy am EK. Ja, danke. Danke. Justice war nicht so nett. Ja, more damage. Yeah! That was nice. Ich kann es nicht glauben, was ich tue, aber ich mach's. Hä? Das war ein sehr sinnloser Zug, das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil das ist meine Sache. Jetzt gibt's WDS Action. Und ich weiß, ich mag WDS Action. Okay. Wo war denn die schöne WDS Action? Hab's dies überhaupt? Justice in the nutshell. Nee, warte, Muffet Fett in the nutshell. So muss man sagen. Und das ist jetzt Justice in a Nutshell. Hä? Warum? Dass sie sich doch selbst angreifen können. Justice, at the end of the turn, deal 1 damage to 1 enemy. Tschüss. Da kannst du nicht sagen, dass du verloren. Da habe ich es doch selbst verrichtet. Ja. Hätte ich ja wieso. Justice. Ja, wenn du Headshot hättest, hättest du es da verhindern können. Hab dich aber nicht. Sowas oder Taui mit Angriffssenkung. Und ich habe überall Glück im Relay. Aber doch nicht in Spielen. Warte. Ich sag nur 20 Euro Steam-Karte. Gewinnspiel. Ja. Das sagt schon alles cool. Aus. Na dann. Das ging Justice. Help. Na dann. Okay, dann würde ich sagen, damit beenden wir mal den Part, oder? Yay. So ein interessantes einfach Pack-Opening von 50 normal, 50 und 5 Shinies. Aber das war schon irgendwie witzig, muss man sagen, diese Aufnahme. Das auf jeden Fall. Mensch, ich und Twig auf jeden Fall. Dass es der Part euch gefallen hat. Gute, dass das war immer gewünscht. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Undercards. Euer Ends Evident und Tisch Gamer. Tschüss. Und ein Twigger auch. Tschüss.